glaube, wir müssen uns klar machen, wir leben im Zeitalter der digitalen Disruption. Ich meine das sehr ernst, wir sagen das immer so, vielleicht schon ein bisschen übernutzt, aber wir leben an einem historischen Umbruchspunkt, wo zwei Dinge zusammenspielen. Zum einen, dass wir komplexe Tätigkeiten von Menschen digitalisieren können. SAP, schönes Beispiel, wahrscheinlich könnten Menschen das gar nicht mehr so gut. Wir machen das inzwischen in allen Industriebereichen. Und zum Zweiten hilft uns Moore's Law, weil es noch ein bisschen trägt. Ist ja eher eine Vereinbarung, eine Beobachtung als ein Naturgesetz. Aber die Prozessleistung, die Speicherleistung, die Leistungen, die wir im Digitalbereich sehen, gehen weiter nach oben und zwar etwa exponentiell. Das führt dazu, dass wir nun eben auch die Tätigkeit, die wir wahrscheinlich am meisten ausüben nach Schlaf, jedenfalls viele von uns, nämlich Fahren, digitalisieren. Autonomes Fahren ist nichts weiter als die Digitalisierung einer der am häufigsten ausgeübten menschlichen Tätigkeiten und komplexen Tätigkeiten. Und sie wird digitalisiert. Ich weiß, das tut immer so ein bisschen weh, wenn ich das sage, aber es wird komplett digitalisiert. Autonomes Fahren ist die Digitalisierung des Fahrprozesses und des Lenkrads und damit die Disruption der Automobilindustrie als Ganzes. Weil sich alles ändern wird in der Automobilindustrie, von der Innenraumgestaltung, wer braucht Seitenführungskräfte, wenn Ihr Auto sportlich durch die Kurve fährt, ist es defekt, nicht sportlich. Viele Dinge sind anders, wenn Sie in eine digitalisierte Welt gehen. Und die erste Beobachtung ist, wir disruptieren tatsächlich die gesamte Automobilindustrie. Und die zweite Beobachtung ist, wir wissen noch nicht, ob die existierende Automobilindustrie, wie sie heute aufgestellt ist, auch gerade in Europa und gerade in Deutschland aufgestellt ist, tatsächlich eine Überlebenschance in dieser Disruption hat. Ich glaube, das ist uns langsam immer mehr klar. Es gibt so bestimmte Rahmenbedingungen, die uns zeigen, dass das in den nächsten Jahren tatsächlich passieren wird. Zum Ersten, künstliche Intelligenz folgt fürs autonome Fahren, folgt momentan etwa Moore's Law in der Entwicklung. Wir haben eine exponentiell ansteigende Entwicklung, wenn Sie sich die Meilen, die gefahren sind im Simulator, die Meilen, die gefahren sind auf der Straße, die Rechenleistung, die Fähigkeit, Edge Cases abzufahren, all das anschauen, ist das eine etwa exponentielle Entwicklung. Zum Zweiten, das lernt von menschlichem Input. Also echte AI, die Auto fährt, schaut Menschen zu, lernt von Menschen und sie lernt damit aus Flotten. Und diese Flotten werden immer größer. Mal ein paar Zahlen. Waymo, also die Google-Tochter, kauft 65.000 Fahrzeuge. Es hat noch nie jemand 65.000 Autos gekauft. Wozu brauchen sie 65.000 Autos? Brauchen wir nicht. Volvo hat gerade noch mal 20.000 Autos an Uber verkauft. Auch eine nicht dagewesene Zahl. Und diese Flotten werden schnell größer. Wir haben noch mal bei Waymo irgendwie 20.000 Jaguars nachgelegt. Aber das erscheint fast schon klein. Zweite Beobachtung, weil sie von menschlichem Verhalten lernen, sind diese Systeme non-deterministisch. Non-deterministisch ist für gute Ingenieure, ich gucke jetzt mal den Kollegen von der IAV an, die auch dabei sind oder andere, immer irgendwie gruselig. Ja? Gruselig, weil bei non-deterministischen Systemen nicht ganz klar ist, warum Dinge passieren. Ja, die lernen eben von menschlichem Verhalten, die bilden ein Modell der Umwelt und dann versuchen diese AI-Fahrsysteme tatsächlich Sinn und Ähnlichkeiten zu erkennen zwischen der Situation, die sie jetzt gerade wahrnehmen und einer, die sie schon mal gesehen haben. Das funktioniert erstaunlich gut. Aber wenn ein Unfall passiert, wissen Sie nicht, warum der Unfall passiert ist. Das geht bei non-deterministischen Systemen nicht gut. Es ist auch völlig unklar, ob diese Systeme zulassungsfähig nach derzeitigem Recht sind. Es gibt Menschen in der Automobilindustrie, die sagen, non-deterministische, echte AI-Fahrsysteme, also die Fahrplanung, also nicht nur Erkennung über AI-Systeme machen, sondern die wirklich die Route planen, die kann man einfach in Europa nicht zulassen. Das könnte wahr sein. Die Frage ist allerdings, wann diese Zulassungsregeln dann umkippen werden. Es gibt also tatsächlich da so einen Grabenkampf zwischen zwei Fraktionen und unsere Auffassung ist, wenn die Welt dann AI-basiert fährt, also wenn, Sie können ja heute schon vor einem Walmart in ein Waymo-Fahrzeug in den USA einsteigen, ich weiß nicht, wer das schon mal gemacht hat, sich da mal reingesetzt hat, fahren lassen, das ist alles fertig, diese Technologien existieren. In China gibt es einen Liniendienst eines Lastwagens, der 400 Kilometer am Tag zurücklegt auf einer Autobahn, ohne dass da ein Fahrer drin ist. Das ist alles existente Technologie inzwischen. Das wird deutlich besser und sicherer werden. Ich glaube, es ist schon jetzt sicherer als menschliches Fahren, jedenfalls unter bestimmten Rahmenbedingungen, Müdigkeit, Alkohol etc. Da würden Sie alle gerne die Taste nutzen, ich jedenfalls, ja, und mal umschalten. Auch wenn wir alle glauben, wie 75% der Deutschen, dass wir überdurchschnittlich gute Autofahrer sind, was irgendwie auch komisch ist. Lassen Sie uns kurz über das Geld sprechen.
in den letzten Jahren, wir haben Copernicus 2016 gegründet, Ende 2016, da haben wir eigentlich nur eins gemacht. Wir haben geguckt, wie viel Geld geht eigentlich in die echte AI-Fahrentwicklung in Europa versus Vereinigte Staaten oder China. Und wir haben gesehen, dass erstaunliche 5% nach Europa fließen. Während der Löwenanteil, also etwa 95% China, haben wir ging erst hinterher hoch, in die USA gehen, nach Kalifornien primär. Jetzt leben wir natürlich in einem Land, was sehr stark von der Automobilindustrie geprägt ist. Jeder vierte Job, ein Drittel unserer Gesamtwirtschaftskraft hängt am Automobil. Die Frage ist, haben wir eine echte Disruption vor uns und ist es dann klug, 4% der Gelder nach Europa gehen zu lassen und 96% der Gelder in die Vereinigten Staaten gehen zu lassen? Dasselbe Muster hat sich übrigens 2017, 2018 wiederholt und ich schließe ausdrücklich die OEM-Entwicklungen ein. Nur mal Größenordnung, GM hat in den letzten Jahren 80 Milliarden US-Dollar investiert. 80 Milliarden, er ist bundeshaushaltsfähig. Waymo, Google hat 100 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt. Schauen Sie mal, wie viele Milliardenbeträge von europäischen Autoherstellern oder großen Zulieferern bereits investiert wurden. Dann werden Sie sehr schnell diese Diskrepanz erkennen. Die ist wirklich erschreckend. Ja, was heißt das jetzt? Die eigentliche Frage, die wir natürlich haben, ist, wenn eine Disruption bevorsteht. Erstens, sind wir vorbereitet und zweitens, wie viel Zeit haben wir? Da gibt es natürlich historische Vorbilder. Beispielsweise die Umstellung von Pferden auf Autos. Selbe Industrie, letzte Disruption. Zu Kutschen, Sie erinnern sich. Ne? Erste Beobachtung, wir haben das nie verboten. Das wird wohl auch so kommen. Darf ich fragen, wer von Ihnen heute mit einem Pferd oder einer Kutsche gekommen ist? Ist ja legal, oder? Braucht nicht mal ein Rücklicht. Erstaunlicherweise brauchen die kein Kennzeichen, keine Rücklichter. Man hat alles so gelassen, wie damals die Regeln waren und gesagt, das ist in Ordnung. Wer von Ihnen ist heute zur Arbeit geritten? Oder schon mal? Warum tun Sie es nicht? Es ist erlaubt, oder? Ich glaube, Sie kriegen gar nicht mal irgendwie ein Problem, wenn Sie nachts auf einer Straße rumreiten. Da haben die Autofahrer immer das Problem. Warum tun Sie es nicht? Erstens ist es unbequem, zweitens ist es irgendwie gefährlich, weil Sie stören alle anderen, ja, mit diesem ungewöhnlichen Verhalten. Und genauso wird es mit dem manuellen Fahren in 10 Jahren sein. Das ist sowas wie Reiten. Sie machen das an schönen Sonntagen, um Ihre Enkel zu beeindrucken. Guck mal, Opa kann noch Handschaltung. Toll. Ja? Die werden beeindruckt sein. Kupplung, drittes Pedal, irre. Ja? Lenkrad ist noch dran. Also, es gibt eine Situation, das machen Sie an Sonntagen, auf abgesperrten Strecken idealerweise, so wie eben Reiten funktioniert heute. So werden Sie das mit dem manuellen Fahren machen. Die Frage ist, wie viel Zeit haben wir? Wie viel Zeit hatten wir damals, als die ersten Automobile auf die Straßen kamen? Ja, 10 Jahre, also wenn man den Vergleich zwischen 1900 und 1910 etwa nimmt, diesen Zeitraum, dann hat sich eben 90% des Verkehrs plus umgestellt von pferdebetriebenem Verkehr auf automobilen Verkehr in der Zeit. Ich würde sagen, wir haben ein bisschen weniger als 10 Jahre Zeit. Wir leben in moderneren und etwas schnelllebigeren Zeiten. Die Durchdringung von Innovationen geht deutlich schneller. Wir werden vermutlich nur 5 Jahre haben, andere sagen, wir haben 10. Wie lange braucht es, ein Auto zu entwickeln? Wie lange sind unsere Investitionszyklen, um Fahrzeuge zu entwickeln? Ja? Wir haben eine extrem dramatische Situation vor uns. Ich gebe Ihnen noch mal ein Beispiel fürs Flottenlernen. Der Elon Musk ist vor ein paar Tagen vor die Analysten getreten, zusammen mit seinen 2 Chefentwicklern des autonomen Fahrens. Und er hat 2 Dinge eigentlich gesagt. Das ist ein sehr langes Video, können Sie im Internet sich gerne mal anschauen. Erste Beobachtung, er sagte, wir haben einen eigenen Chip entwickelt. Ich habe diesen Menschen hier von Apple geholt, der hatte bei Apple eine Aufgabe, nämlich als die mit dem iPhone erfolgreich waren, haben wir dann einen eigenen Chip bei Apple für bekommen und den Intel rausgeschmissen. Wir haben übrigens gerade das gleiche gemacht, wir haben einen eigenen Chip für autonomes Fahren gebaut hier bei Tesla und der ersetzt die Nvidia-Chips. Ja, und dann, das war derselbe Mensch, der das schon mal gemacht hatte, mit seinem kompletten Team, den er von Apple geheiert hat. Gut, das kann man machen. Dann gab es einen zweiten Herrn und der ist der Head of Autonomous Driving Technologies und der sagte, und wir haben übrigens was Neues eingebaut, ab sofort fahren alle Teslas immer mit Autopilot an. Das merken Sie nur nicht, wenn Sie den Wagen manuell bewegen, also mit händisch fahren, aber der Autopilot läuft immer mit bei allen Teslas und die von Ihnen gefahrene Trajektorie wird immer mit der des Autopilot verglichen. Und wenn sich eine Abweichung ergibt, also wenn sich keine Abweichung ergibt, ist ja super, dann sind Sie ordentlich gefahren. Und wenn sich eine Abweichung ergibt, dann spielen wir die Daten hoch in die Cloud, haben dann Analysten, die gucken sich das an, Data Analysts, schauen, ob diese Daten das neuronale Netz trainieren sollten
Und wir feeden da alle Kameras rein. Da wurde gefragt, ist die Innenraumüberwachungskamera dabei? Ja, weiß man nicht so genau heute. Ist aber auch eine sehr deutsche Frage so ein bisschen. Ne? Datenschutz liegt uns sofort am Herzen, da fragen wir sofort nach. Aber die Grundidee, dass jeder Fahrer in dieser Flotte, und das Model 3 ist momentan das meistverkaufte Fahrzeug der Schweiz, ist das meistverkaufte Luxusfahrzeug in den USA, dass die Gesamtflotte trainiert, die ist da. Das heißt, wir haben jetzt viele, viele Meilen, sehr schnell sich anhäufend. Es gibt in der europäischen Autoindustrie noch kein vergleichbares System. Wir sind auch noch nicht auf der Trajektorie dahin. Wir haben eine Disruption vor uns. Und natürlich kann man sie versuchen, den Status quo zu verteidigen. Das haben die mit den Dampfwagen damals auch gemacht, als die aufkamen. Sie erinnern sich vielleicht, die Dampfwagen, die Vorläufer der Automobile, sind in Europa eingezogen. 1860, 65 sind die Briten vor das Parlament gegangen, die Lobbyisten, die Pferdezüchter, die Sattler, die Hufeisen, die Hufschmiede, die Kutschenhersteller und haben einen Red Flag Act gelobbyt. Der sorgte dafür, dass Fahrzeuge auf 4 km/h Höchstgeschwindigkeit begrenzt wurden und einen Red Flag Man engagieren mussten, der vor ihnen lief und ausrief: Achtung, Gefahr droht! Automobil nähert sich. Hat nicht so lange gehalten, hat auch nicht dazu geführt, dass die britische Autoindustrie jetzt in den Jahren dominierte, ist ein paar Jahre später wieder kassiert worden, weil man merkte, dass überall auf der Welt solche Dampfwagen und Automobile fahren konnten, nur eben in Britannien nicht wirklich. Wir haben, glaube ich, wenig Zeit. Wir müssen sehr schnell das Ruder rumreißen und verstehen, dass das Lenkrad Vergangenheit ist. Und dass jeder versucht, solche Querkonstruktionen zu schaffen, wo man sagt, dass die Leute wollen das doch, relativ schnell der Vergangenheit angehören wird. Wir haben ganz wenig Zeit und ja, wenn Sie Lust haben, wir sprechen ja noch ein bisschen darüber, was Copernicus Automotive da macht, wie wir versuchen, AI in existierende Fahrzeuge reinzubringen. Ich persönlich habe große Hoffnung, dass wir das noch hinkriegen, aber die Zeiten sind wirklich dramatisch für die Automobilindustrie, weil wir eine digitale Disruption vor uns haben. Dankeschön.